So, hallo. Wir machen weiter. Bei Kirby und das vergessene Land. Wir sind in Wörges Träumen und ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. Wörges. Ich weiß auch nicht, was das heißen soll. Das ist einfach aufgetaucht, dieses Wörges. Und ja, seitdem ist es plötzlich überall. Ja, wir gehen einfach in die zweite Welt und gucken, dass wir diesmal 48 Seelen mitnehmen. Und diesmal achte ich drauf, dass ich keine einzige Seele verpasse und auch ein Gebiet nicht verlasse, bevor mir mein Kumpane nicht sagt, dass ich alle Seelen mitgenommen habe. So ein Ding ist das. So, und da sehen wir doch gleich mal eine. Nops. Und da brauchen wir auch das Feuer für, logischerweise. Das Feuer. Das Eis meine ich natürlich. Sehr schön. So. Oh, das ist ein Schattengegner. Den muss ich besiegen. Da gibt es auch eine Seele für. Tschüss. Oder auch nicht. Ich dachte, da gibt es eine Seele für. Okay, irgendwie habe ich keine Seele dafür bekommen. Aber das Ding ist, da hinten kommt ja gleich auch der Stern. Also viel groß. Groß kann dieses Gebiet eigentlich gar nicht sein, was das angeht. Hier ist auch nichts mehr. Okay, dann ist da noch eine Seele und dann war es das auch schon. Nein, das war's noch nicht. Oh. Er friert ein. Let's go. Ja, wir kriegen ihn. Bam. Oh, okay. Der friert wieder ein. Tschüss. Bam. Okay, aber ich denke, jetzt können wir das Schwert mitnehmen. Wir müssen dann jetzt am Ende gegen den stärkeren Baum kämpfen, ne? Das muss man jetzt auch bedenken. Da kommt ja dann auch noch der stärkere Baum. So, hier drüben ist doch irgendwas am Ongoing. Okay. So, aber auch hier jetzt wieder, ne? Wir haben noch keine Confirmation, dass wir alles haben. Also haben wir auch noch nicht alles. Also gehen wir natürlich auch noch nicht weiter. Also gehen wir wieder zurück. Wo habe ich denn jetzt wieder was verpasst? Ich meine, ich kann die Münze mal noch einsammeln. Okay. Aber so groß ist das Gebiet ja auch gar nicht. Muss ich die Kisten kaputt machen vielleicht? Ist in einer der Kisten was drin? Nö. Hä? Den kriege ich nicht kaputt. Der Strudel da ist halt so ein bisschen, aber da kann ja nichts sein eigentlich. Ne, der macht einfach nur Schaden, der Strudel. Cool. Wait, der Schneetyp kommt immer wieder. Wofür brauche ich die Fähigkeit? Also ich brauche die Fähigkeit für da hinten. Das habe ich schon verstanden. Aber dafür habe ich sie ja genutzt, ne? Für den Feuerturm.
Brauche ich die vielleicht noch irgendwo anders? Oder ist hier noch mehr? Komme ich vielleicht einen, wenn ich hier durchfahre durch alles? Wenn ich hier unbeschadet durchfahre oder so? Like so nicht. So. Und jetzt hier? Nee. Kann ich hier hinten raus? Nee. Also ich habe doch die Meldung auch nicht verpasst, dass wir alles haben, oder? Eine Sache irritiert mich. Ich starte den Abschnitt nochmal neu. Ich bin immer noch überzeugt, dass wir eigentlich von dem Schattenviech hätten was bekommen müssen. Und das irritiert mich. Ja, guck mal. Den Schaden, den speichert's. Aber die eingesammelten Seelen, die natürlich nicht. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir von dem Schattengegner da hinten eigentlich hätten eine Seele bekommen müssen. Der Sache würde ich doch gerne mal auf den Grund gehen, tatsächlich. Gut. So, guck mal, der Schattentyp da. Ich dachte, wenn wir den besiegen, kriege ich eine Münze. Also halt eine Seele. Ja, da! Habe ich die vorhin bekommen? Ich hätte nämlich gedacht, dass ich die nicht bekommen habe. Jetzt bin ich irritiert. Ach, hier ist auch nochmal Feuer. Das hatte ich gar nicht realisiert, siehste. Okay, so 4 von 8. So, aber dann ist jetzt hier... ist jetzt 5 von 8. Und dann sind da hinten wieder 6, 7, 8 von 8. Habe ich einfach übersehen, dass er gesagt hat, wir haben alles? Weil mehr wird es auch jetzt nicht. Es werden auch jetzt wieder 8 von 8 dann am Ende sein. Die einfach keine Chance hat. Oh. Naja, fast keine Chance. So, jetzt sammle ich die ein. Und keine Meldung. Und hier drüben taucht ja auch nur diese eine Münze auf. Also muss da doch noch irgendwo was sein. Oder nicht? Vorhin war es so, dass wir definitiv erst gesagt bekommen haben, wenn wir weiter können. Das habe ich jetzt hier nicht gesagt bekommen. Aber wo kann denn hier noch was sein? Ich bin wirklich verwirrt.
Leuchtet irgendwo noch irgendwas, dass ich irgendeine Leuchtstelle übersehen habe? Auf irgendeinem Stein oder so? Hier drüben ist nichts. Kann ich auch nirgends hin. Hier ist keine Höhle, kein gar nichts zum Reinfliegen oder so. Reinfliegen wahrscheinlich. Zum Reinschwimmen. Hier hinten komme ich auch nicht weiter. Ja, hier ist der Anfang. Der Muschel ist auch nichts. Ja, also ich bin echt verwirrt. Hier ist auch nichts, was leuchtet oder so. Bin ich schon wieder so blind? Kann es sein? Nee. Also der Strudel war ja auch nichts. Und der Schneemann war halt für das da oben. Für das hier war der da, weil da die Feuerblöcke waren. Sagt der halt jetzt diesmal wieder einfach nichts oder habe ich wirklich was verpasst? Aber ich guck doch schon überall. Wo soll denn noch was sein? Das ist halt jetzt wieder ganz am Anfang. Da hoch irgendwie? Nee. Ich bin. Ich versteh's nicht. Er hat nichts gesagt. Aber hier ist doch wirklich, wirklich, wirklich nichts mehr. Also wo soll ich denn hin? Hier kann ich nicht hoch. Also ich hoffe, wir haben alles. Ich wüsste nicht, wo hier noch was sein soll. Ich muss weiter. Es hilft nichts. Ich kann nur vermuten, dass wir alles haben und keine Meldung kommt, obwohl eine Meldung kommen müsste, garantiert. Also, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Es hätte doch safe eine Meldung kommen müssen. Ah. Weil das war das, worauf ich mich verlassen habe. Dass wenn er sich jetzt rührt und wenn er sich nicht rührt, ich definitiv was verpasst habe. Weil ich sehe absolut nicht, wo ich was verpasst haben könnte. Ich sehe es nicht. Oh, jetzt haben wir mehr Energie diesmal bekommen. Okay, auch cool. Ja, aber also ich hoffe, ihr checkt meine Verwirrung. Nein, ich brauche den. Okay, komm her. Ich hoffe, kann nur hoffen, dass wenn wir alles nochmal machen müssen, es dann schnell geht. Und es jetzt nur lange dauert, weil wir halt die Dings machen. Weil wir die Dinge einsammeln. Ist da jetzt eigentlich auch wieder das Loch in dem Boden oder ist es diesmal nicht? Nee, okay, weil das wäre, glaube ich, hier gewesen.
Irgendwo hier wäre das gewesen. Das. Sehr schön. Aber wenn ich da jetzt in dem letzten Raum irgendwas verpasst habe, dann ist... Ich habe jetzt so gründlich geguckt, das kann doch nicht sein. Ich würde es nicht... Ich kann es nicht verstehen. Also ich weiß nicht, wo da noch was sein soll. Treffer versenkt. Hier ist der Stern. Sind das alle? Hier sagt er es jetzt. Hier sagt er es jetzt. Hier kann ich guten Gewissens einfach weitergehen. Aber vorne hat er es nicht gesagt. Bereitet mir wirklich alles sehr große Sorgen. Oh, dürfen wir gleich fliegen? Hier ist doch der Abschnitt, wo man dann zu dem Flugbogen-Ding wird. Au. Hier drüben ist nichts. Nach sowas habe ich halt auch geschaut, ob ich im Wasser noch irgendwo so ein Glitzerding sehe, aber habe ich nichts gesehen. Also beim besten Willen habe ich nichts mehr gesehen. Das eins. Wenn jetzt bei 24 sagt, dass wir alle haben, bin ich übrigens ganz guter Dinge, weil wir bisher immer bei 8 gegangen sind. Immer wenn wir 8 hatten. Aua. Drei Stück. 24. Tatsächlich. Wieder 8 Stück. Also wieder 8 pro Gebiet. Das, was bedeuten könnte, dass wir im ersten Abschnitt alles haben. Vielleicht, aber nur vielleicht. Nur ganz vielleicht. Ich weiß es halt nicht. Das Einzige, was jetzt hier also noch verpassbar wäre... Oh, wir werden nicht zum Bogen. Schade. Was jetzt hier noch verpassbar wäre, wäre eine Kapsel, aber gut. Die sind jetzt auch nicht so dramatisch wichtig. Aber wir dürfen nicht mehr fliegen. Schade. Na gut. Brauche ich den? Kommst du wieder? Nö, okay. Schön. Okay, da haben wir dann alles. Dann geben wir den hier noch mit. Hoppala. Na, jetzt lass doch. Ah, ich sehe dich. Ich sehe dich ganz genau. Okay, wie komme ich an den ran? Da brauche ich irgendeine Fähigkeit. Achso, warte mal, so vielleicht. Wo ist ein zweiter Schalter noch irgendwo wahrscheinlich? Ja. Oh, jetzt ist da so ein Schattengegner aufgetaucht.
Dauern wir uns gleich mal die Dings. Oh, hier unten drunter. Okay. So, aber das Ding ist noch nicht... Ach so. Das ist eine normale Kiste gewesen. Ich dachte, das ist so eine Metallkiste. Ich nur mit... Scheiße. Die ich nur mit Fähigkeit kaputt bekomme. Aber hat gepasst. Sehr gut. Okay. Schalte 1. Oh. Oh, das war auch gleich der wichtige Schalter. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Ah, ja, deswegen nämlich. Ah, okay, dann komme ich auch nicht von hier aus ran. Ach, der lässt es einfach da fallen, okay. Nice! Okay, aber jetzt sind wir bei 33. Jetzt war es, glaube ich, eins mehr. Scheiße. Das heißt, es könnte beim ersten doch 9 gewesen sein. Aha. Feels bad. Feels very bad. Oh, ich hoffe so sehr, dass wir nichts verpassen. Ich muss das alles nochmal machen, wenn wir jetzt verpasst haben. Ich muss das alles nochmal machen. Und wir müssen eigentlich eins verpasst haben. Er hat nichts gesagt, aber ich weiß nicht wo. Ich hab doch alles abgeguckt. Okay, jetzt kommt Wind. Das ist jetzt natürlich eine gute Möglichkeit, was zu verpassen, weil ich nicht zurück kann. Kann ich die einsammeln nochmal bitte? Danke. Okay, schade. Okay, da kann ich was abschießen. Okay, da ist eine. Okay, hier ist jetzt Dings. Wenn man hier den Igel hätte, könnte man wahrscheinlich zurück, na? Dann... Scheiße. Nein, da drüben ist eins. Nein! Ich muss darüber. Nein, ich muss hier rüber. Nein! Oh, Gott sei Dank. Das Spiel hatte ein Einsehen. Da oben ist der Ring. Ja, wait, wie komme ich jetzt da hoch? Oh, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Kann ich damit gegen den Wind? Also gegen den Wind kann ich damit auch nicht, aber okay. Scheiße. Ich wollte noch ausweichen. Schmerzen und Qualen. Okay, hier war der Checkpoint. Ach, komm schon. Ich meine, das sind Abschnitte, die gehen, wenn man das hier alles hat. Gehen die ratzfatz. So, das ist nicht das Problem. Das ist definitiv nicht das Problem. Aber es ist halt schon kritisch. Nein? Na, okay, ich habe ihn erwischt. Wir müssen bis Dings kommen. Bis der Boss gibt wieder 5. Habe ich erwischt? Ja, oh mein Gott. Okay. Also müssen wir bis... Was, wie viel sind es insgesamt? 48. Bis 43 kommen. Also 5 noch.
Was ist jetzt passiert? Hä? Achso, ich kann damit nicht ins Wasser. Ja, I see. Okay, da sind Dreier. Ach, und hier ist... Guck mal, hier wird es die Möglichkeit sogar zu sagen, hey, ich lass mich nochmal. Da ist so ein blauer Stern. Der lässt mich zurück. Okay. Das ist wiederum nett. Ne? Da haben sie dran gedacht. Dass man das eventuell nochmal machen will. Und oh nein. Seht ihr es? Seht ihr es? Wir haben im ersten Gebiet genau eins verpasst. Ich raste aus. Weil jetzt sagt er, wir haben hier alle. Es sind 42. Boss macht 45. Boss macht 47. Aber wo? Wo im Erd... Okay, wir müssen nochmal durch. Wir müssen dann nochmal durch. Es ist doch scheiße. Ist hier Feuer dabei? Hier ist Feuer natürlich wieder nicht dabei. Ach, der Maulwurf oder die Bomben. Na, nehmen wir die Bomben. Feuer wäre am besten gewesen, aber die Bomben sind auch okay. Phantom-Dings. Tropic Woods Phantom. Illusion Gutweben. Yo, es fallen einfach solche Dinge runter. Alles klar. Wer kennt's nicht? Aua. Ich habe jetzt schon keinen Bock, wenn er seine Wurzeln gleich losschießt. Aua. Ach, komm schon. Okay, jetzt einfach drauf, einfach drauf, einfach drauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die haben gar keine Ahnung, wo sie hin sollen, ne? Wir probieren es ohne Bomben. Das erscheint mir nicht so sinnvoll hier. Aua. Kann ich eigentlich nochmal runter die neue Fähigkeit holen? Nein, schade. Yo! Jetzt macht er einfach da ein Labyrinth raus, oder was? Das ist falsch. Das ist ja eine komplett neue Phase. Das ist auch falsch. Aha. Jetzt kommen die tollen Wurzeln. Alter, die sind ja sowas von zielsicher. Oh mein Gott. Aber ich weiß nicht, ob der Maulwurf hier besser ist. Ich habe das Gefühl, das Spiel will einem nicht so die sinnvollsten Fähigkeiten an die Hand geben bei den Bossen. Das gefällt mir gar nicht. Wobei es bei dem Affen mit dem Dings schon sinnvolle Fähigkeiten gegeben hat, ne? Oh ja, doch, das ist vielleicht schon... Okay, das ist übelst sinnvoll. Ich habe nichts gesagt. Das ist ja... Ja. Vielleicht ist eine Fähigkeit immer total sinnvoll und die andere überhaupt nicht. Man muss die richtige wählen oder so. Keine Ahnung. Aber das ist natürlich übelst sinnvoll hier. Weil ich kann doch jetzt auch sogar unter den Gittern da durch.
Gitter jucken mich doch jetzt nicht. Scheinbar jucken mich die Gitter doch. Okay, die Gitter jucken mich doch. Ah, schade. Ich dachte, jetzt komme ich durch die Gitter durch, so easy. Aber das war dann doch nicht der Fall. Ja, aber die... Yo, die Wurzeln sind halt wirklich zielsicher. Ist das krass, Mann. Yo, wie groß soll's sein? Ja. Oh mein Gott. Diese Phantom-Version. Boah, ich hab so Angst vor der Katze. Kommt als nächstes. Cassandra wird übelst krass werden. Du bist jetzt down. So gut wie zumindest. Okay, tschüss. Ja, aber nochmal durch, weil der Äxte... Aber wo? Ich kann doch jetzt wieder nur ewig rum... Ey, ich verstehe es nicht. Ich weiß jetzt, dass da was ist. Ich weiß jetzt, dass da was sein muss. Aber ich weiß nach wie vor nicht, wo. Ich weiß nach wie vor nicht, wo. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, 47, ich weiß. Ich hab doch alles abgeguckt. Also, ich hab doch wirklich alles abgeessen. Ich verstehe das nicht. Ich meine, da ist eine oben drauf, aber die haben wir doch bekommen. Die haben wir ja auch. Wait! Hä? Ist das eine, die verschwindet, wenn man nicht schnell genug an sie rankommt? Weil dann die Bombe das Fass kaputt macht? Oder man selbst? Nee, nicht im Ernst. Nicht im Ernst. Hab ich das Fass kaputt gemacht und es nicht gemerkt, oder was? Und dann fällt die da runter, oder wie? Und dann ist die weg, oder was? Ich meine, in den Strudel habe ich mich ja mehrmals ziehen lassen. Ist die dann einfach weg? Wird die zerstört, wenn... Was? Was? Ist das wirklich der Ernst jetzt von dir, Spiel? Ist das wirklich dein Ernst? Ich meine, das ja. Oh krass, man kann sogar das Schild einfrieren. Sick. Aber ey, ich muss mir das wieder mal in der Aufnahme angucken. Also die muss doch wirklich dann einfach verschwunden sein. Wisst ihr, ich verstehe einfach manchmal die Welt überhaupt nicht mehr. Ja, wir haben alle Fragmente, was willst du? Oh.
Ey, das ist doch nur noch Kacke. Oh, nee. Oh, es bleibt. Okay, es bleibt. Es bleibt. Gott sei Dank. Ich will doch mein Schwert behalten. Okay, wir haben Boost bekommen. In Geschwindigkeitsrichtung. Sehr schön. Aber was wir diesmal nicht gefunden... Oh, erstmal. Was wir diesmal nicht gefunden haben, ich weiß nicht, ob es in jeder Welt eins gibt, wäre die Kapsel. Und wir haben auch keinen zu Sternkristall gefunden, aber vielleicht gibt es ihn ja auch nicht in jeder Welt. Das weiß ich natürlich nicht. Also da habe ich keine Ahnung, ob es das in jeder Welt gibt oder nicht. Hier hinten raus kann ich diesmal jedenfalls nicht. Ja, nee. Boah, okay. Ja, jetzt kommt der Abschnitt. Der geht relativ schnell, da muss ich jetzt nur hoch. Ich muss ja nichts weiter suchen. Gott sei Dank muss ich nichts suchen. Jetzt kommt der Wind ab. Ne, jetzt kommt der Wasserabschnitt. Der geht auch schnell. Und schon durch. Jetzt kommt der Windabschnitt, der geht zum Glück auch schnell. Aber es ist... Aber wenn halt dieses Ding verschwinden kann, so, dann ist klar, dass ich den nicht mehr gefunden habe. Also wie soll ich den denn finden, wenn der verschwinden kann? Das heißt im Endeffekt, wenn ich wieder so ein Ding nicht finde... Und wirklich mir sicher bin, dass ich alles abgesucht habe, muss ich den Abschnitt neu starten. Weil es sein könnte, dass ich es versaut habe und es deswegen nicht mehr sehe, einfach. Ist das das, was mir das Spiel jetzt mitteilen will? Na gut. Oder war ich einfach blind und der war da... Aber ich war doch ganz oft bei diesem Wirbel, da war doch nichts mehr drüber. Das muss im Wasser verschwunden sein. Das geht gar nicht anders. Das muss einfach im Wasser verschwunden sein, das Mistding. So. Wir werden nicht so schnell Schaden bekommen, weil so lange ist die Schwertfähigkeit natürlich optimal. Insofern einfach jetzt darauf achten, dass wir keinen Schaden bekommen. Dann ist alles gut. Scheiße. Ja, aber das war es dann auch mit dem Schaden. Aber ich kann trotzdem schön Schaden am Baum selber machen. Also das geht nach wie vor. Das geht nach wie vor, okay. Jetzt interessiert mich natürlich, ob der Zaun der gleiche Weg ist wie sonst. Als ob das immer der gleiche Weg ist oder ob das unterschiedliche Wege sind. Nee, das ist wieder hier außenrum. Ja, nice. Okay,
Okay, wenn der Weg immer der gleiche ist, ist das ja klar. Die dreckigen Wurzeln. Ja, die gehen halt diesmal wirklich richtig gezielt auf mich. Das ist krass. Jetzt kommt der riesige Wind. Okay, wie weiche ich dem aus? Muss ich da ganz nach hinten? Und dann teilt das sich hier auf? Hä? Okay, wie kann man dem ausweichen, bitte? Ich meine, danach macht er den ja nie wieder so groß. Na, so. Jetzt macht wieder den normalen Wind. Aber wie kann man dem riesigen Wind ausweichen? Oder ist es ein sicherer Treffer einfach, dass man da safe Energie verlieren muss? Keine Ahnung. Ganz verwirrend. Aber jetzt ist er auch wieder kleiner. Ich check das nicht. Ist aber auch egal, wir haben es geschafft. Trotzdem wieder, ich glaube, gefühlt 10 Minuten, die ich trotzdem noch extra gebraucht habe. Ach Gott, ey. Ach Gott. Aber erneut die Bestätigung, wenn er mir nicht sagt, dass es nicht alles ist, ist es nicht alles. Und wenn ich noch so überzeugt bin, dass da nichts mehr sein kann. Gut, als ich nachgeschaut habe, konnte da auch nichts mehr sein. Weil das einfach abhaut, dieses Ding, oder was? Ich verstehe es nicht. Der muss weg, der muss durch das Fass, wenn man das Fass zerstört, muss der verschwinden scheinbar. Oh, Mann. Okay, so. Nein, 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 wir gehen da nicht nochmal rein. Nächstes Mal dann die Jahrmarktwelt. Vergnügungspark. Ich bin gespannt. Danke fürs Zuschauen und tschüss.